Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir werden unseren eigenen Zoo bauen. Oh mein Gott, guckt euch mal das hier an, was für ein riesen Grundstück wir haben, um quasi einen ganzen Zoo zu bauen, Leute. Wir haben einfach eine komplett eigene Insel und ich kann jetzt hier ganz kurz mal so einen kleinen Igel anscheinend auswählen. Und dieser kleine Igel, Leute, bringt uns anscheinend jedes Mal immer so ein bisschen Geld, dass wir quasi mit dem dann, guck erstmal hier ein bisschen Boden hin und sowas, seht ihr das, Leute? So wird es dann nachher aussehen. Ein paar Bäume und sowas, dann hier auf jeden Fall noch so ein paar Steine, dann auch hier auf jeden Fall noch so ein paar Büsche, hier nochmal weitere Büsche. Dann nochmal weitere Büsche, Freunde. Und dann haben wir auf jeden Fall gleich schon hier dieses ganze Gehege gleich schon fertig, Leute. So, zack. Und dann einmal ganz kurz den Igel. Und schon haben wir unseren kleinen Igel, Leute, jetzt quasi uns für uns Geld verdienen. Und dann haben wir hier so eine kleine, ja, wie nennt man das? Das ist ja eigentlich so eine Trinkgelddose, ne? So ein Trinkgeldglas. Dann kann ich mir mal das Geld hier schnappen. Und dadurch kriege ich jetzt hier unten links 12 Dollar. Das heißt, dieser Igel hier sorgt gerade dafür, dass wir quasi in diesem Zoo Geld bekommen, was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut ist. Also je mehr Tiere wir noch haben, desto mehr Geld kriegen wir dann natürlich, was auf jeden Fall schon mal auch sehr, sehr gut ist, Freunde. Hier kriegen wir sogar noch allgemeines Geld im Zoo, also auch sehr, sehr gut. Das heißt, dieser Igel, der bringt uns anscheinend einfach nur so Trinkgeld, deswegen auch dieses Glas da. Und jetzt können wir zum Beispiel hier schon mal so einen kleinen Ticketladen aufmachen. Hier nochmal ganz kurz einen kleinen Ticketladen und hier nochmal ganz kurz einen kleinen Ticketladen. Und so einen Ausgang, gut, brauchen wir natürlich auch noch, Freunde, deswegen würde ich mal sagen, gehe ich hier vorne ganz kurz hin und kaufe nochmal so, dass wir einen Ausgang haben, damit die Leute natürlich auch noch rausgehen können und sowas. Und dann hier vorne, seht ihr, können wir so ein bisschen so dekorieren und so. Ich würde sagen, wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass wir mehr Geld verdienen, Freunde. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel hier anfangen, so ein paar Sachen aufzubauen. Und ich glaube, hier vorne ist, glaube ich, gleich irgendwo wieder so ein neues Gehege oder sowas, ne? Kann das angehen, dass hier vorne, ah, ja, ja, hier, okay, 300 Dollar kostet das für dieses Gehege. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal ganz so eine kleine, aber feine Finanzspritze, Freunde, von 5000 Dollar. Ist jetzt nicht besonders viel. Ich würde sagen, wir haben so einen kleinen Startboost damit. Hier können wir dann zum Beispiel auch, zack, das können wir sogar auswählen. Leute, wir können auswählen, mit welchen Tieren wieder. Oh mein Gott, ich will unbedingt. Warte mal. Wir machen auch noch was mit Robux, Leute. Aber ich kaufe mir jetzt unbedingt jetzt hier einen Flamingo, glaube ich, ne? Ja, Flamingo-Gehege will ich haben. Oh mein Gott, ist das sehr, sehr cool, Freunde. Ich kann das so machen, dass wir jetzt hier wieder so ein paar Bäume machen und so. Bisschen Terrain. Hier so ein paar Steine. Auch wieder so ein paar Bäume, so ein paar Steine, Leute. Oh yeah. Dem Flamingo wird es richtig, richtig gut gehen. Und der wird auf jeden Fall sehen, dass er quasi hier den besten Zoo abbekommen hat, den er sich hätte vorstellen können. So, Mr. Flamingo hier, sehr, sehr gut. Das heißt, hier haben wir eine Trinkgelddose. Und ich würde sagen, Freunde, wir brauchen auf jeden Fall auch noch so Sachen wie das jetzt hier. Und zwar so ein Eiscreme-Stand, dass die Kunden hier natürlich reinkommen, auch auf jeden Fall mal was zu essen und sowas haben, ne? Wir können zum Beispiel direkt mal was weiteres holen. Ich würde sagen, jetzt holen wir so ein Fuchsgehege. Das heißt, hier wieder ganz kurz ein bisschen unser Gehege fertig machen. So, kann man wieder ganz, ganz viel kaufen. Das ist echt verrückt, wie viel man hier kaufen kann, Leute, ne? So, und zack, den Fuchs im Endeffekt nachher auch noch. Mit dem kann man sogar spielen. Und dadurch kriegen wir Geld. Was? Wir kriegen Geld, dass wir quasi mit den Tieren einmal gespielt haben. Okay, warte mal ganz kurz. Dann, ah, 180 Dollar habe ich gerade dafür bekommen. Und ich muss natürlich jetzt auch noch, oh Gott, hier, das alles aufsammeln. Und ich kann es so machen, Leute. Das ist erstmal Autotipp. Das heißt, hier machen wir es jetzt so, dass er quasi von alleine das Geld einsammelt. Und dann mal zwei Tipps machen wir auch noch. Das heißt, wir kriegen dadurch wieder ein bisschen mehr Geld, dass der Flamingo jetzt hier quasi am Start ist. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hier, das machen wir auf jeden Fall auch dasselbe bei dem Fuchs, Freunde. Einmal ganz kurz das holen, dass das alles automatisch ausgewählt wird. Und dann machen wir nochmal so, dass wir jetzt mal hier ganz kurz mal zwei Tipps holen, Leute. So, sehr, sehr gut. Hier nochmal eine kleine Parklampe. Schadet nie, sich eine zu holen. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz da vorne hin zu unserem... Oh, was? Ich muss ein Kind retten? Nein! Oh Gott, dieses Kind! Was hat es gemacht? Baby Kasper! Baby Kasper! Was hast du denn gemacht? Ich, guck mal, ich habe Baby Kasper im Arm, Freunde. Okay, warte mal. Wo ist... Da ist die Mutter. Okay, hier. Für Baby Kasper, so, und zack, und dadurch haben wir gerade einfach 1000 Dollar bekommen, ne? Ey, was war das bitte schon gerade für eine coole Aufgabe, Freunde? Das war ja mal mega, mega cool, dass wir hier auch Besuch haben von so Adligen, ne? Die haben einfach so Kronen und sowas an. So, hier ganz kurz ein bisschen sauber machen und so. Hier machen wir auf jeden Fall bei dem Glas wieder, dass wir quasi auch mal zwei Sachen bekommen. Das heißt, hier kaufe ich mir ganz kurz wieder für 10 Robux den Autokollektor, Freunde. Und dann kaufe ich mir auch noch ganz kurz für mal zwei, dass wir quasi nochmal doppelt so viele Tipps bekommen. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich Geld investiert. Also auf jeden Fall ein bisschen Robux und so. Ich würde mal sagen, wir können auch so einen Segway kaufen, ne? Für 70 Robux. Ich würde sagen, dann kaufe ich nochmal so einen Segway. Kommen wir ein bisschen schneller voran auf jeden Fall. So, hier 3000 Dollar nochmal bekommen. Jetzt, nee. Ey, wie cool ist das denn? So, und dann kann ich hier ganz kurze Parklampe kaufen.
kaufen. So ein paar Boxen anscheinend. So Busch und oh Gott, ich kann auf jeden Fall, Alter, also richtig viel Deko kaufen, ne? Dann so ein paar Mülleimer. Auf jeden Fall auch mal sehr, sehr wichtig, dass wir Mülleimer haben. Und ein paar Bänke, dass die Leute natürlich nicht immer nur stehen müssen, ne? Dass hier nochmal ganz kurz ein bisschen Deko ranmachen. Hier nochmal so eine kleine Lampe, Freunde. Dann können wir hier vorne, was ist das denn jetzt hier? Achso, das ist glaube ich nur das Ding, ne? Dann hier wieder ein paar Parklampen und dann können wir hier vorne sogar schon wieder einen Hotdog-Stand hinbauen. Und nochmal ein weiteres Gehege. Und diesmal machen wir das hier. Der dreiköpfige Cerberus, Freunde, für 100 Robux. Ich will mal wissen, was das bringt, wenn man... Oh Gott, Lava. Okay, pass auf, wir machen jetzt hier, zack, so ein paar Steine. Leute, ganz viele Steine rauf und so. Hier nochmal ein paar Steine. Steine weiterhin. Alter, das ist ja alles nur voller Steine. Lebt da noch von was anderem? Oh, hier ist so ein... Oh, so ein kleines Gehege. Und nochmal so ein Zaun. Und nochmal ein Gate. Und jetzt kommt direkt hier der Cerberus rein. Oh, Gott. Und noch ein Vortex. Ha. Ah, okay. Sieht auf jeden Fall echt krass aus. Also, oh Gott, wir kriegen noch ordentlich was, wenn wir natürlich seine A aufsammeln. Und das ist quasi dieser Vortex, Leute. Jetzt können wir hier zum Beispiel so wieder so machen. Autotyp-Collector bedeutet, hier kriegen wir nämlich 100 Dollar quasi drin. Und da wollen wir natürlich immer das Geld quasi haben. So, auch wieder gekauft. Dann können wir hier zum Beispiel so eine kleine Parklampe holen, Freunde. Nochmal so eine kleine Box und dann ein paar Bäume pflanzen. Zack, zack, zack. So, ein paar Bäume sind gepflanzt. Dann hier vorne mal ganz kurz. Zack, 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 zack. Okay, sehr, sehr viel Deko auf jeden Fall. Dadurch sieht auf jeden Fall unser Club schon... Hey, hier ist Kasper. Leute, Baby Kasper wurde ja eben gerettet. Und diesmal ist jetzt gerade Kasper einfach hier. Wie cool ist das denn? Hallo, Kasper. Roxo, was geht? Was kaufst du hier alles Cooles? Das sieht ja mega cool aus. Sieht krass aus, oder? Das Ding ist, ich habe dich gerade einfach gerettet. Du warst in einem Gehege. Ja, ich habe dich auch gerettet. Dein Kind ist einfach reingefallen ins Gehege. Deins auch. Na, hör mal. Sag mal, der kleine Willi ist schon wieder hier bei dir unterwegs. Ja, das sah richtig verrückt aus. Boah, das sieht ja richtig... Guck mal, hier auch so ein Fuchs. Wie heißt der? Darf ich den mal streicheln? Der Fuchs? Ja, klar, ja. Den kannst du streicheln. Der heißt Okay, mach ich Foxy. Mal. Hier, komm mal her, Foxy. Foxy, komm mal her. Ui. Oh nein, das ist ja ein Ey, ganz guck Traber. Mal, der fotografiert irgendwelche Leute. Raus mit dir. Was? Den habe ich weggekickt. Okay. Ich lasse dich mal in Ruhe. Ich wollte hier einfach nur mal kurz gucken, wie es bei dir aussieht. Und sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Sieht krass aus, oder? Okay, dann sehen wir uns später nochmal wieder. Bis gleich. Das war auf jeden Fall cool, Freunde, dass Kasper auch gerade dieses Spiel spielt. Guck mal, wir können jetzt hier wieder ein neues Gehege kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt hier dieses Mal ein Wolf. Genau, wir wollen unbedingt jetzt mal einen Wolf haben. Und dann... Über alles hier rüberfahren, Freunde. Yeah. Und, oh Gott, ich habe nur 450 Dollar. Das liegt daran, weil ich hier vorne noch mal ganz kurz mein Geld holen muss. Wir haben ja, glaube ich, hier schon ein bisschen was eingesammelt. Genau, 5000 haben wir jetzt hier wieder. Die schnappen wir uns natürlich jetzt. Und dann können wir direkt schon das Geld hier benutzen, um weitere Gehege zu bauen. Und auch das gleiche auf der Seite, Freunde. Ich würde mal sagen, hier kaufen wir noch mal ganz kurz dann den Grizzlybär. Da haben wir quasi alle Tiere geholt, die man holen kann. Hier noch mal ganz kurz ein paar Steine und sowas, Freunde. Hier noch mal ganz kurz einen Zaun. Gate. Und, da oben der Wolf. Ha! Und da ist der Wolf, Leute. Wie cool ist das denn? Wir haben einfach so einen eigenen Wolf jetzt hier am Start. Aus dem Weg hier. So, ihr könnt auf jeden Fall gerne mein Gehege beobachten. So, wir müssen jetzt auch... Oder kommen wir jetzt auch noch mal ganz kurz? Genau, wir kommen noch hier auf jeden Fall noch mal den Autotyp-Kollektor. So. Und dann holen wir uns auch noch mal ganz kurz den mal zwei Tipps. Und dann möchte ich gerne gestreichelt werden, Freunde. Das mache ich doch lieben gerne. Der liebe Wolf. So, hier kriegen wir 54 Dollar. Nehme ich doch gerne mit, Freunde. Und hier vorne auch noch mal ganz kurz. Brauchst du auch Liebe? Er braucht keine Liebe, Leute. Der Fuchs braucht keine Liebe. Aber der Flamingo braucht auch keine Liebe. Das kann doch nicht angehen. Okay. Ich würde sagen, wir kaufen auf jeden Fall noch mal so ein paar andere Sachen, die wir brauchen. Wir haben nämlich hier vorne noch ein bisschen Geld. Aber hier vorne haben wir zum Beispiel noch mal die Möglichkeit, noch mal eine weitere Parklampe zu kaufen. Und wenn wir hier reingehen, Leute, haben wir einfach so Essen, was man quasi mitnehmen kann. Und mit diesem Essen anscheinend können wir jetzt hier, seht ihr das, Leute? Können wir jetzt, glaube ich, Tiere füttern. Und ich würde mal sagen, wir füttern nochmal unseren allzu geliebten Flamingo. So, oder? Oder kann ich das einfach hier fallen lassen? Ich weiß gerade gar nicht, wie ich die sonst füttern kann, Leute. Okay, dann gehen wir nochmal hier ganz kurz hier vorne hin. Wir haben nämlich hier vorne nochmal ganz kurz die Möglichkeit, nochmal Mülleimer zu machen und nochmal den Weg zu erweitern. Dass wir nochmal weitere, zack, zack. Und zack, weitere Gehege holen. Ich würde sagen, wir holen jetzt hier einmal den Griffin, Leute. Den Griffin für 100 Robux. Das ist anscheinend so ein richtig heftiger Vogel. Und dann können wir nochmal hier vorne auf der anderen Seite für 900, holen wir uns nochmal einen Drachen. Oh mein Gott, ich sag's euch, ne? Das wird der heftigste Zoo, den ihr jemals gesehen habt. Die Frage ist auch, können wir... Wir können das sogar noch erweitern, unsere Insel, für 10.000 Dollar. Das wusste ich ja gar nicht, dass es geht. Das ist ja richtig krass, Leute. Pass auf, ich würde mal sagen, hier machen wir ganz kurz mal ein cooles Drachengehege. Komm mal mit zu Eiern und sowas. Hier, das sind so Blüten. So, zack und zack, so ein paar Blüten. Hier nochmal ganz kurz den Zaun, Leute. Das Gate und dann den Drachen. Aber der kann doch einfach wegfliegen, oder nicht?
Alter, das sieht ja richtig verrückt aus, Freunde. Wir haben noch so Daily Quests. Wir müssen anscheinend 3 Tiere füttern und kriegen dafür... Ey, der rennt weg! Hä? Moment mal. Komm mal ganz kurz zurück hier, klein. Oh, ich habe dafür 2000 Dollar bekommen, ne? Alter, sehr, sehr gut. Bam! Und bam! Dafür wird erstmal der Park wieder ein bisschen schicker gemacht, Freunde. Auch sehr, sehr gut. Und unser Park wird doch gerade immer wieder voller, muss ich sagen. Sieht halt echt cool aus. So, hier noch ein paar Bänke zum Sitzen, auch immer sehr, sehr wichtig. Und dann können wir vorne zum Beispiel nochmal ganz kurz eine weitere Bank kaufen, dass man auch, auf jeden Fall auch nochmal sich hinsetzen kann. So, hier machen wir jetzt mal das Gehege fertig. Oh, ich muss aber, ich sehe gerade, neues Geld kaufen und einmal ganz kurz hier diese AA aufsammeln. So, neues Geld kaufen, beziehungsweise einsammeln. 5000 Dollar schnappen wir jetzt auf jeden Fall doch direkt mal. Und jetzt können wir das hier nämlich in diesem Gehege ausgeben für, ich glaube, was hatte ich mir nochmal geholt für ein Tier? Wir lassen uns nochmal überraschen. Ich habe es nämlich gerade leider schon vergessen. So, hier, oh, Lava. Oh, dann war das ja, glaube ich, war das der Griffin oder so? Sehen wir jetzt ja gleich, Leute. So, hier ein paar Blüten. Hier vorne mal ganz kurz einen Zaun, ein Gate und dann den, genau, den Griffin. Ha! Und nochmal so ein Ring. Und jetzt kann ich den auch nochmal, oh, guck mal, Leute. Das heißt, hier haben wir so einen kleinen, coolen Regenbogenring oder sowas. Und das ist jetzt unser Griffin. Und dieser Griffin wird jetzt anscheinend, oh, guck mal, ich kann den Drachen auch wieder streicheln. Und ist hier irgendwas Besonderes drin, Leute? Nee, ne? Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade, dass da irgendwas richtig, richtig Cooles drin ist. Aber leider nicht, Freunde. Hier kann ich nochmal ein bisschen was aufsammeln, sehe ich gerade. Sehr, sehr gut. Und den auch nochmal ganz gut streicheln. Ich muss sagen, das bringt dann echt extrem viel Geld, ne? So auf die Schnelle. Und ich möchte mir auch gleich mal einen Jeep kaufen, glaube ich. Das heißt, kann ich den nochmal ganz kurz, kann ich den streicheln oder so? Nee, ne? Okay, gerade nicht. Aber ich glaube, ey, weg mit dir! Ha! Wir haben den wieder weggekickt haben, diesen Kameramann. Das ist auch unnormal, Leute. So, der Wolf möchte auch nichts. Gut, dann machen wir jetzt mal das Gehege hier. Ich glaube, das war nämlich der Grizzlybär. Der hat es anscheinend noch nicht hier in unser Zoo geschafft. So, einmal ganz kurz ein bisschen rumdüsen hier. Ein paar Steine, Zaun, Gate und dann der Grizzlybär, Freunde. Und das ist unser kleiner Grizzlybär. Der sieht ja voll süß aus. Warum ist der so süß? Oha, ey, das ist ja richtig unnormal, Freunde. Das ist ja richtig, richtig süß, ey. So, und wir haben sogar schon echt einen krassen Zoo-Boost. Na, seht ihr das oben? Wir haben unseren Zoo-Boost auf jeden Fall schon ordentlich gemacht. Und ich kann noch einen weiteren Weg kaufen, nach unten. So, Parklampe. Und dann kann ich hier, oh, das wieder erweitern. Für 10.000 Dollar. Das hat echt mega viel Geld, Freunde. Aber ich frage mich gerade, wie wir unseren Zoo noch ein bisschen mehr boosten können. Haben wir ja vorne beim Eingang vielleicht noch irgendwas vergessen oder so? Weil Kasper kam ja von hier unten. Und da unten habe ich, glaube ich, noch nicht wirklich was gekauft, ne? Ne, habe ich noch nicht wirklich was gekauft. Aber ich glaube, ich könnte gleich mal, oder wir können sogar jetzt machen. Ja, wollen wir mal zu Kasper in den Zoo reingehen und ihn mal besuchen? So, angekommen, Freunde, bei Kaspers... Ah, nein, ich muss von der anderen Seite kommen. Na gut, dann kommen wir von der anderen Seite. Haha, da können wir jetzt hier nämlich ansegeln. So. Und jetzt mal gucken, wie Kasper denn so sein Zoo gemacht hat, mit welchen Tieren. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir rumfahren, Freunde. Hallo Kasper, wo bist du? Wo bist du, Kasper? Ich sehe dich gar nicht. Ach, da steht er. Ja, yeah! Guck mal. Und er hat auf jeden Fall auch hier so einen Grizzlybär, Leute. So einen kleinen Fuchs, den noch ein... Ah, der hat sich das Einhorn gekauft. Ich habe mir das Einhorn gar nicht gekauft. Aber echt sehr, sehr cool, Freunde. Ich würde sagen, wenn ihr von mir noch einen zweiten Part sehen wollt, wie Kasper und ich dann die Insel erweitern, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt die beiden Videos aus und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.